herein. Hallo, wahrscheinlich werde ich dafür gefeuert, dass ich hier bin. Ich bin Statist hier, aber ich bin Schauspieler. Eigentlich. Es ist eine Verzweiflungstat und es tut mir leid, aber ich... Oh, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Kommen Sie. Sie putzen Klinken. Die Schauspielerei ist ein nobler, aber harter Beruf. Was unternehmen Sie denn so alles? Tja, ich versuche, mein Gesicht vor eine Kamera zu kriegen, wo ich nur kann. Aber naja, ich versuche, Kontakte herzustellen. Ich habe auch ein Drehbuch geschrieben. Also... Genau, sehen Sie? Schreiben, das ist der Schlüssel. Hm. Ich schreibe im Augenblick selber. Wissen Sie, als Darsteller haben wir nur die Wahl zwischen Ja oder Nein. Aha. Wohingegen, wenn Sie Ihr eigenes Material schreiben, können Sie sich Ihre eigenen Chancen schaffen. Das denke ich auch, ja. Ich schreibe ein Drehbuch und ich erfahre den ganzen Prozess als absolut berauschend. Darf ich fragen, worum es dabei geht? Nun, wie kann man es am besten erklären? Haben Sie mich in X-Men gesehen? Ja. Meine Figur, Professor Charles Xavier. Mhm. Sie wissen sicher noch, er kann Dinge kontrollieren, allein mit der Macht seiner Gedanken. Ja. Und damit lässt er Leute Dinge tun oder sehen. Also dachte ich, was wäre, wenn man das wirklich könnte? Nicht in einer Comicbuchwelt, sondern in der realen Welt. Ach so. Also in meinem Film spiele ich einen Mann, der die Welt mit seinen Gedanken manipuliert. Ah, sehr interessant. Ja, zum Beispiel, ich gehe irgendwo lang und ich sehe ein hübsches Mädchen und ich denke mir, ich würde sie gern nackt sehen und da fallen ihr die Kleider vom Leib. Ihr fallen die Kleider vom Leib? Ja, und sie bemüht sich hastig, alles wieder anzuziehen, aber bevor sie auch nur ihr Höschen anhat, habe ich schon alles gesehen. Ja, ich habe alles gesehen. Okay, eine Komödie, ja? Nein, es geht darum, was passieren würde, wenn diese Dinge möglich wären. Und was ist die Geschichte? Was? Na, ich mache noch andere Sachen. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Fahrrad durch den Park. Eine Polizistin stoppt mich. Hey, Sie dürfen nicht über die Grünfläche fahren. Und ich denke, ach nein, da fällt ihr die Uniform vom Leib und sie schreit ah! Und versucht sich zu bedecken. Aber ich habe schon alles gesehen. Ich steige wieder auf mein Rad und fahre davon. Über den Rasen. Ah, also der Witz ist, dass Sie rumgehen und Titten sehen. Hm, meistens. Aber ich mache noch andere Sachen, zum Beispiel, dass ich zur WM gehe, zum Endspiel Deutschland-England. Und ich wünschte, ich würde spielen. Und da bin ich schon dabei und schieße das entscheidende Tor. Die Mannschaft trägt mich in die Kabine und da sind Rooney und Beckham und Posh Spice kommt herein und sie... Verliert ihre Kleider. Auf der Stelle. Ja. Und sie weiß gar nicht, was da passiert ist. Nein. Aber ich habe alles schon gesehen. Schon gesehen. Genau. Gut. Gibt es da auch eine Handlung, eine Geschichte in Ihrem Film, oder? Nun ja, ich bin so eine Art James-Bond-Figur. Verstehe. Und ich muss in den Irak, um Geiseln zu befreien. Ich komme dahin und befreie sie, aber es sind alles Frauen. Sie sind nackt, denn während der Gefangenschaft sind ihre Kleider verrottet. Ich schaffe es, sie in den Hubschrauber zu bringen und wir fliegen los, ich am Steuer. Aber ich kann in den Rückspiegel schauen und dabei kann ich alles sehen. Eine von den Frauen bückt sich, zwei andere küssen sich. Sie sind lesbisch geworden? Ja, weil sie so lange im Lager waren. Kommt vor. Also ich wünsche Ihnen viel Glück damit. Was ich habe, ist nur eine Sitcom. Aber ich wollte wissen, ob Sie das jemandem geben können, beim Film oder beim Fernsehen. Ja. Kommt darin Nacktheit vor? Nackt? Ich meine Nacktszenen. Eigentlich nicht. Oh. Könnte ich einbauen. Männer oder Frauen? Beides. Oh. Ich meine Frauen. Sehr gut. Ich muss es umschreiben, aber wenn Sie es auch so schon mal jemandem zeigen können, beim Film oder beim Fernsehen. Ja, aber natürlich. Sagen wir einfach, ich mache es so. Sie kennen doch Star Trek The Next Generation. Nein, tut mir leid. Warum? Weil Ihre Frau Sie das nicht gucken lässt? Ich bin nicht verheiratet. Ah, dann Ihre Freundin. Ich habe auch keine Freundin. Ich lebe allein. Sie sind nicht verheiratet, Sie haben keine Freundin. Und Sie haben nie Star Trek gesehen? Nein. Gütiger Gott.